Jack Cabarelli-Film so aus. Ja. Der macht Vlogs, wie er ohne Smartphone heute in Zeit überlebt. Ja. Fand ich sehr nice. Aber lustigerweise hätte ich mir gewünscht, dass er da ein bisschen mehr drauf in seinen Vlogs eingeht. Er hat ja nur einen Vlog gemacht, wo er sagt, dass er darauf verzichtet. Ja. Aber ich hätte schon gern so einen leichten Erfahrungsbericht. Ja, also genau. Genau, dieses einfach mal hinsetzen mit der Kamera. Ja, einfach mal erzählen, wie läuft das so. Ja. Machst du uns alle das Leben schwer, Chris? Ich weiß es nicht. Was geht ab, Leute? Und willkommen zu diesem neuen Video. Heute reden wir mal ein bisschen darüber, also über das hier. Ich wurde in den letzten Wochen oft gefragt, hast du eine neue Nummer? Du warst bei WhatsApp schon vor lange nicht mehr online. Was ist da los und so? Und ja, für alle, die es nicht wissen oder nicht mitbekommen haben, ich lebe ohne Smartphone seit fast einem Monat jetzt. Und ich dachte mir, ist auch eine gute Gelegenheit, euch einfach mal ein kleines Update, ein bisschen meinen Eindruck zu erzählen, ein bisschen meine Erfahrung mitzuteilen. Und ja, das machen wir heute. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Ich lebe jetzt, wie gesagt, seit fast einem Monat ohne Smartphone. Habe jetzt immer nur dieses Teil hier dabei und einen externen MP3-Player, über den ich Musik höre. Und ich muss sagen, es ist gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Also man hat am Anfang, ich habe es auch in dem anderen Video schon gesagt, also in dem Video, wo ich das angefangen habe, verlinke euch das irgendwo hier. Da habe ich ja auch schon gesagt, dass ich extrem, also wirklich extremer Smartphone-Junkie war oder auch wahrscheinlich noch undercover immer noch bin. Aber es war nicht so schwer wie gedacht, es war eigentlich gar nicht mal so schlimm. Ich habe das auch schon zu vielen gesagt, die mich darauf angesprochen haben. Es ist ein bisschen so, man filtert einfach, eigentlich filtert man nur den Bullshit raus. Also man filtert im Prinzip die unwichtigen Sachen raus. Weil alles, was irgendwie unwichtig ist, erreicht dich nicht mehr. Also sowas wie Snapchat-Stories von irgendwem, Instagram-Stories von irgendwem, Instagram-Posts, Snapchat-Posts, WhatsApp-Gespräche, die jetzt gerade nicht unbedingt wichtig sind, kommen nicht mehr zu dir. Und alles, was noch wirklich wichtig ist, erreicht mich ja sowieso. Also wenn wirklich irgendwas ist, dann werde ich ja angerufen, dann wird gesagt, so, ja komm, wir gehen irgendwie was essen oder wir gehen irgendwo was hin oder ja, was machst du dann und dann? Oder ich werde auch schon noch eingeladen, meine Freunde wissen immer noch, dass ich existiere. Ist auch ganz geil, dass ich einfach jetzt zu diesem Handy einfach jetzt, könnte ich euch jetzt eine professionelle Review geben. Ist ein bisschen scheiße, dass hier keine Spiele drauf sind. Ich hatte so ein bisschen gehofft auf so ein Snake-Abklatsch oder irgendwas, oder irgendein Spiel, aber hier ist gar nichts drauf. Es ist im Prinzip wie so ein Business-Handy, wo du einfach nur Kalender hast. Auch ein Kalender, wo du nichts reinschreiben kannst. Einfach ein Kalender, wo du einfach nur sehen kannst, welcher Tag heute ist. Ich sage euch jetzt mal Sachen, die mir wirklich fehlen, seitdem das Smartphone weg ist. Was mir auf jeden Fall fehlt, ist, es gibt hier zwar einen Wecker drauf, aber man kann da nur 3 Wecker einstellen. Ich brauche so ungefähr 10 Wecker, um einigermaßen wach zu werden morgens. Was auf jeden Fall auch fehlt, ist Spotify. Musik höre ich zurzeit über den hier, meinen alten MP3-Player von früher. Und ja, das muss ich schon zugeben, also da fehlt mir Spotify schon echt sehr unterwegs. Also Spotify kann ich ja schon noch zu Hause nehmen, aber jetzt hier muss man da auch fucking Lieder draufziehen und so ein Scheiß und irgendwie der Speicher voll und solche Sachen. Also das ist schon echt, also da lobe ich mir auf jeden Fall Smartphones und Spotify. Das ist schon echt viel besser dann so, also viel entspannter. Ich kann auch sagen, so die erste Woche, als ich ohne Smartphone gelebt habe, war schon sehr hart so. Es war schwierig, wenn du morgens aufstehst und einfach daran gewöhnt bist, also das Ungesundeste zu machen, was du machen kannst, direkt aufs Handy zu gucken. Also das nicht mehr zu machen, also morgens aufzustehen und dann irgendwie den hier nur da zu haben, wo du dann irgendwie rauf guckst. Okay, ich habe jetzt keine Anrufe und keine SMS. Das war's. So, das war schon eine Umgewöhnung. So. Und dann vor allem, also wo es mir schon fast am meisten fehlt, muss ich sagen, ist wenn man mal ein großes Geschäft erledigt. Also da ist es halt wirklich, davor war es halt so, ja nice, dann kann ich ja ein bisschen Snapchat gucken, ein bisschen gucken, was da abgeht, ein bisschen Stories checken und so. Und dann, ne? Und jetzt ist es halt einfach nur so, ja, ich bin ein Mensch, ich muss das jetzt halt machen. Ja, das ist scheiße. Ein Monatsfazit auf jeden Fall, also fast ein Monat, glaube ich, ist es. Muss ich sagen,
ist es echt nicht so schlimm. Es ist echt sogar auch ein bisschen stressbefreiend. Also so ein bisschen, man macht sich nicht so viel Gedanken um andere Sachen, anstatt sich mehr und macht sich mehr Gedanken um sich selbst. Ich überlege mir mehr so, okay, was mache ich jetzt? Irgendwie, was kann ich für ein Video machen? Oder wie, also, ne, man ist mehr so mit sich selbst beschäftigt und nicht mit irgendwie irgendeinem Social-Media-Shit, der dich im Prinzip auch nicht betrifft. So, das ist ja das Ding. Es ist ja dann, wenn man jetzt irgendwie Social Media durchsurft, dann siehst du irgendwelche Sachen, dann siehst du vielleicht ein lustiges Katzenvideo, das kann auch mal was Gutes sein, das kann auch mal deinen Tag besser machen, wenn du irgendwie dir scheiß Laune bist und siehst ein nice, lustiges Video oder so, ist auch gut so. Aber es gibt halt auch sehr viel Shit, wo man oft getriggert wird, sich vielleicht über irgendwas aufzuregen, was einen eigentlich gar nicht betrifft und so. Und das fällt alles weg. Und deswegen ist es gar nicht so schlecht. Ich würde fast sagen, wenn ich jetzt hier WhatsApp und Spotify drauf haben könnte, ich glaube, dann würde ich nicht mehr, dann würde ich gar nicht mehr zurückgehen zu Smartphones. Und ein immenser Vorteil, den das hier hat, ist, den ihr wahrscheinlich alle auch wissen werdet, ist das Akku. Ich weiß immer nicht, ob es das oder der Akku ist. Der Akkumulator. Auf jeden Fall, das Akku hält einfach mal 3 Tage lang durch, so. Du kannst einfach 3 Tage ohne dein Handy zu laden, so, ist einfach, du hast es einfach, legst es hin, nimmst den nächsten Tag wieder mit. Es ist gar nicht so dieses, oh, ich habe jetzt noch 30%, ich gehe ja noch weg später, ich muss jetzt schnell aufladen. Das gibt's gar nicht. Man braucht keine Powerbank, man braucht gar nichts von diesen Sachen. Abschließend, nach einem Monat würde ich sagen, ist es eher positiv als negativ. Und das hätte ich echt nicht gedacht, weil ich, wie gesagt, heftiger Smartphone-Junkie war und wahrscheinlich, innerlich auch noch bin, wenn ich das wieder irgendwann habe. Ja, abschließend lässt sich sagen, muss man aber auch sagen, dass ich das so lange durchgehalten habe, habe ich natürlich auch sehr guten Freunden zu verdanken, die alle auch hinter mir stehen und mir Motivation geben. Mir auch Kraft geben einfach, weißt du, auch einfach an meiner Seite stehen und einfach da sind für mich. Und auch sagen, hey Chris, so, hey, ist ja auch kein Problem, Mann. Wir erreichen dich auf jeden Fall. Wir rufen dich an. Hey, ich habe auch eine SMS-Flat. Wir schreiben SMS, Chris. Weißt du, wir schreiben den ganzen Tag SMS, Chris. Das machen wir. Und sagen, ja, Chris, nice, Mann. Du hast 1 Monat jetzt schon geschafft fast. Geil, Mann. Ich hoffe, du ziehst das länger durch. Und einfach da sind für mich in dieser Zeit, in der ich hier ein Experiment mache und es auch gut finden und sagen, Chris, ich find's nice, Mann. Du forderst dich ein bisschen heraus. Es ist gut. Du wächst da. Alle finden es gut, dass ich es mache und unterstützen mich da und da bin ich auf jeden Fall auch sehr dankbar. Ich danke euch allen. Ja Leute, das war's für heute. Mehr gibt's heute nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war ansatzweise interessant für euch, meinen Einblick dazu, einen Einblick zu haben in die Welt ohne Smartphone. Ich werde euch wahrscheinlich dann das nächste Mal irgendwie so ein Update geben, wenn ich 2 Monate geschafft habe. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Bis morgen.